So, Chemikalien 2. Sehr schön. Und Chemikalien 1. Den können wir jetzt entfernen. Dazu muss ich also wieder den Hammer ausrüsten. Immer der Hammer. Der Hammer in the morning. Deconstruct. So, dann das Buch. Und dann hätte ich gerne Kiste Nummer 2. Sehr schön. Da brauchen wir jetzt einmal wieder Wood. Scrap Metal natürlich. So. Schon wieder? Jetzt hat er Wood dabei. Toll. Naja, egal. So, da kann auch Chemikal rein. Oder wir machen das anders. Damit das ein bisschen geordneter ist. So. Warte. So. Und so. Genau. Dann nehmen wir den um in Chemikalie 1. So, Chemikalien 1. Chemikalien... Ja, 2. So. Den möchte ich auch gerne umbauen. Das ist Fett und so, den ganzen Kram. Heißt also, das muss ich rausnehmen. Oh, das ist Wasserbidon, ne? Ich habe keine Ahnung, wofür man und wie man das nutzt. Warte mal, Wasserbidon kann ich mal eben da reinpacken. Oh Gott, ist das eine Sortiererei hier. Ja, wir müssen unbedingt die großen Kisten haben. Das bringt sonst nichts, weil das ja halt immer mehr wird, ne? So, das kann mit. Das heißt, wir können das deconstructen. Ich hoffe, das geht. Also, ich hoffe. Ja, sehr schön. Und dann hätte ich gerne einmal das Büchlein. Und dann die Kiste. Sehr schön. Bitte einmal Fett da rein. Wasserbidon kann jetzt erstmal da bleiben. Dann würde ich die Kiste Fett umbenennen. In Fett. Hallo? In Fett, 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 Fett. Fett, Fett, Fett. Fetz. Ja, Fett, Fetz. Ja, komm, wir machen Fett, Fetz. Das ganze Fett, Fetz, ja. Fett, Fetz. So, Leder haben wir. Da waren wir schon eine große Kiste. Das passt doch. Das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir da auch schon mal ein bisschen mehr Platz. So, jetzt würde ich hier auf jeden Fall die zwei Kisten noch mal ein bisschen ummodeln. Können wir das rausnehmen, die zwei Dings? Ja. Ja, wir machen erstmal... Wir bauen die erstmal ab mit Deconstruct. Und, würde sagen, setzen dann nochmal da eine Kiste hin. Nein! Überall der Hammer. Der Hammer in the morning. Der Hammer in the evening. So, einmal bitte. Hab ich den jetzt... Wieso kann ich den nicht platzieren? Was? Warum? Warum kann ich den nicht platzieren? Hä? Warum? Ich habe alles an Ressourcen. Wieso kann ich den da nicht... Hä, da geht's aber da nicht? Hä? Was? Was ist das für ein... Was ist das für ein Blödsinn? Hä, was ist das für ein Blödsinn gewesen? Wieso kann ich den nicht da platzieren? Oder steht der zu nah am Ofen jetzt? Ach, lass mich raten. Das ist bestimmt irgendein Bug, wo er nicht am... Oh, ernsthaft? Ich kann keine große Kiste dahin bauen. Ja, ich muss mal eben was woanders reinlegen. So, pack mal eben schnell die zwei Dings da rein. Dann würde ich hier mal einmal... Ob ich das deconstructen kann. So. Dann einmal das Buch. Und die große Kiste. Da geht's auch nicht. Wieso geht das nicht? Er zeigt mir aber nichts an, ne? Wieso ich das nicht platzieren kann. Wieso kann ich... Hä, wieso kann ich das da nicht hinplatzieren? Das ist ja blöd. Ich kann keine große... Hä, oder warte mal. Ach, ist es gar nicht die große... Ich bin so doof. Da, nee, hä? Da, den Container hätte ich gerne. Aber er macht es trotzdem nicht. Hä? Es ist doch ein Blueprint. Wieso kann ich...
Ja, aber ich habe doch alles dafür, oder nicht? Ja gut, die Schrauben fehlen, aber er würde doch den Blueprint hinsetzen. Was will er denn? Muss ich echt diesen ganzen Containerkram hier einfach mal auseinanderschrauben? Oh nein. Okay, ich wollte sowieso... Warte mal, ich wollte ja sowieso eigentlich unseren Fridolin da umsetzen oder unseren Günther umsetzen. Ich packe jetzt mal ein bisschen hier was rein, damit wir ein bisschen Platz im Inventar kriegen. Scrap Metal packe ich mal eben hier drüben rein. So, warte mal. Kann ich dich mal eben umsetzen? Hold. So, komm mal mit. Und da ein Hämmerchen. Ever had a hammer. The hammer in the morning. So, deconstruct. Ja. Ja. Er ist in unserem Inventar, man hört ihn. Er ist mega laut. So, hier. Ach, da brauchen wir Wire für, natürlich. Gehen wir gleich hin. So. Dann würde ich sagen. Wieso kann ich das hier nicht hinbauen? Ach, das ging aber letztes Mal schon nicht, ne? Hä, wieso kann ich denn nichts mehr bauen? Hier kann ich bauen, hier kann ich gar nicht. Ah, oder ist das limitiert? Auf gewissen... Hier kann ich bauen, aber hier nicht mehr? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ah, okay, weil wahrscheinlich hier schon einer steht, schätze ich mal. Ja, das ist ja blöd. Kumpel, da müssen wir uns nochmal was überlegen mit dir. Unequipped? Ja, ich muss was überlegen mit dir. Ich hoffe, du bleibst da stehen. Jetzt aber trotzdem die Frage. Kriege ich jetzt hier eine Kiste hin? Eine große? Da ja, da nicht. Hä? Was? Das macht gar keinen Sinn. Warte mal. Ich baue jetzt einfach mal hier einen Rack in der Ecke. So. Dann hätte ich gerne eine große Kiste. Da geht's, oder was? Ach, komm. Okay, Schrauben brauchen wir. Wir haben nicht genug, Barren. Das ist ja ganz toll. Ja, dann stelle ich nochmal ein paar Barren her. Das ist grad... Ich hoffe, er bleibt stehen, wenn wir ihn hier draufpacken. Schrauben, sagst du, ja? Das ist ja ganz toll. Wir sind auf jeden Fall sehr im Flow hier. Ach, Mist, ey. Ich hab gedacht, es wäre einfacher, alles umzubauen. Aber na gut. Gut, wir haben die andere Seite haben wir hingekriegt, aber hier irgendwie... Okay, einmal Schrauben brauchen wir noch. Funktioniert das irgendwie noch nicht so ganz, warum auch immer. Aber wir werden auf jeden Fall die Workbench noch bauen. Die haben wir ja safe. Ich weiß noch nicht genau, wo wir sie hinbauen. Da muss ich mir erstmal was überlegen. Oder ich warte bis zum nächsten Depot. Ich meine, da werden wir auch wieder Action haben. Aber, ja, schauen wir mal. So, also. Das heißt. Nein, der kann da rein. Wir hatten ja ein bisschen was umgepackt, ne? Genau, das, das, das. Das, das. Genau, der Rest ist richtig. Das, das, das kann da rein. So, die Armor würde ich, glaube ich, auch erstmal mit da reinpacken. Dann haben wir hier unten noch für nochmal Zink oder so ein Kram, so ein Kappes. Genau, dann haben wir hier zwei Zinkkisten. Da, nein. Da. Ah ja, der Wasserbeton, der kann auch hier oben rein, ne? Genau. Trotz alledem würde ich gerne mal wissen, wenn ich das jetzt abreiße, ob ich da wieder was Neues hinbauen muss oder kann oder soll. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall dann nochmal ein paar Barren und Schrauben. Oh.
ich mach das mal. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Weil es ist jetzt einfach viel zu schade. Oh, Alter. Es ist einfach viel zu schade. Viel zu schade jetzt, dass das hier nicht mehr funktioniert. Warum auch immer. Was ist, wenn ich den abreiße? Geht der dann auch kaputt? Das geht nicht. Okay, wir müssen erst den Dings dekonstrukten. Okay. Schrauben. Ja, ich glaube, das Feuer ist gleich aus. Wir haben aber noch ein bisschen Wood, so ist es nicht. So. So, danke fürs Scrap Metal. Wow. Das heißt also... Crafting Book. Hallo? Dann hätte ich gerne einmal ein Rack. Was ich da nicht doch da ist. Kann ich da hinzimmern? Aber ich würde gerne, bevor ich das mache, ich würde das gerne einmal irgendwie umsetzen oder so. Erstmal. Lass uns das mal einmal hier hinstellen. Und das einmal dekonstrukten. Weil ich will nicht so nah am Ofen. Vielleicht liegt das am Ofen tatsächlich. Dass das, wie gesagt, am Ofen liegt. Mein Gott, ich habe einen Frosch im Hals. Das vielleicht hier hinbaue. Warte. So, ja. So. Dann, die große Kiste ist hier. Na, jetzt geht's. Na, guck mal einer an. So, da oben rein kann Barren. Würde ich zwar erst da reinpacken, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ach, warte mal. Nee, Quatsch. Deconstruct. Wie kann ich das nochmal deconstructen? Warte mal. Aber wir haben ja schon eine Kiste. Nein, war richtig. Den Hammer bitte. Nein, 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 nein. Nein, ich wollte nicht deconstructen. Nein. Ich bin so doof. Oh, ich bin so doof. Jetzt habe ich deconstructed. Oh, leck mich doch fett. Ich komme völlig durcheinander. Das hat mich so geärgert, dass man die Kiste da nicht gerade bauen kann. Das ist ganz komisch. Ja, schön. Ist ganz, ganz toll. Das ist natürlich ganz großes Kino. Entschuldigung, ich habe wieder Frosch im Hals. Muss gleich was trinken. Ja, ich würde da nochmal ein paar Barren bauen. Da haben wir wieder kein Scrap Metal mehr. Ich sehe es schon kommen. Es geht nämlich so langsam wieder zur Neige. Holz ist wie gesagt nicht so das Problem. Ach, es ist doch eine Last. Ich düse mal ein bisschen weiter. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen Scrap Metal sammeln. Währenddessen. Noch kommt ja kein Gegner oder so. Mann, ich will doch einfach nur die Workbench 2 bauen, um da ein bisschen Platz zu haben und alles habe ich das so gemacht. Das gibt's doch nicht, Mann. Nahrung auf jeden Fall auch nochmal sammeln, falls wir doch nochmal auf die Idee kommen, dieses Dings hier zu bauen, den Sterilisierer als Brennstoff, falls wir keine Kohle finden. Oh, Inventory full. Halt, stopp. My Inventory ist full. Da ist es großartig. Da ist es ganz großes Kino. Gut, nichtsdestotrotz. Nein. Ja. Schrauben. Barren. Schauen wir mal.
Es tut mir leid. Es ist, ja. Anders, als ich eigentlich wollte. So, hier ist voll. Da unten den Container würde ich auch gerne haben. Da brauchen wir noch zweimal Schrauben. Haben wir noch zwei Barren? Nein, wir haben noch einmal Barren. Aber wir kriegen noch einen Barren hin. Ich stelle trotzdem zwei her. Wood ist sehr schön. Ich hätte genommen noch ein bisschen Scrap Metal. Weil dann würde ich die eine Kiste auf jeden Fall auch noch fertig machen, die zweite, da dann haben wir da hinten alles fertig soweit. Wie gesagt, hier vorne mit Wood brauchen wir noch nicht auffüllen, also brauchen wir noch nicht wechseln, weil Holz kriegen wir en masse. Das ist jetzt nicht so das Problem. So, jetzt brauchen wir dreimal Schrauben. So, warte. Ja, nice, das klappt sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, auch keine Dings mehr, ne? Genau. Super! Super! Super, super, super! Schön, dass wir zweimal Wire schon haben dafür. Das ist sehr schön. Feiere ich ein bisschen. Wo ist unser Freund hin? Nein! Nein, er ist weg! Nein, er steht da hinten! Nein! Er kann nicht auf dem Zug stehen bleiben! Nein! Ja, das ist ja ganz toll. Das ist ja ganz großes Kino. So, die würde ich gerne einmal hier hinpacken. Direkt am Grill, wollte ich gerade sagen. Der war voll, ne? Genau, dann packe ich hier noch Zink rein. Hier unten kann zum Beispiel sowas mal rein. Ne? So. Da ist es natürlich jetzt ganz großes Kino. Wir haben gar kein Scrap Metal mehr. Leder. Leder ist alles voll. Komm, egal. Ja, unser Freund. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen zurück. Problem ist, wir müssen halt wieder für ihn was bauen. Komm, egal. Wir finden bestimmt nochmal einen wieder. Ich würde gerne einmal ein bisschen sammeln und dann einmal gucken wegen der Workbench, dass wir die bauen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir auch Scrap Metal wegen Schrauben, ne? Also Scrap Metal müssen wir auf jeden Fall organisieren. Und ich weiß auch nicht, wo wir die hinbauen. Fällt mir gerade ein, die Workbench 2. Wo sollen wir die denn hinbauen? Ja, es würde hier gehen. Das ist aber, ob das jetzt Sinn macht, hier hinzubauen. Weiß ich nicht, ob das so sinnig ist. Weil wenn wir die wieder abbauen, weil wir ja an die Verlängerung kommen. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Ah, okay, wenn die hell sind, also linke Seite Ressourcen, dann heißt es, wir haben sie auf jeden Fall vor Ort, aber nicht in der Tasche. Okay, verstehe. Uns fehlen halt nur zwei Schrauben. Ich weiß noch nicht, ob wir das so lassen. Kann ich noch nicht viel zu sagen. Ich muss jetzt erstmal, oder wir sollten jetzt erstmal ein bisschen was sammeln. Danke. Hier war irgendwo Scrap Metal, ne? Oder so? Hat er das doch irgendwo gesehen gehabt? Oder bin ich jetzt blind? Naja. Ich stelle jetzt mal ein bisschen was zu trinken her. Dann haben wir das. So. Währenddessen düse ich mal eben hier so lang und guck mal eben. Da hab's doch gewusst, dass ich irgendwas gesehen hatte. Die Ressource des Lebens. Bei Void Train. Muss man einfach so sagen, wie es ist. So, ich düse mal weiter. Da ist auch noch Scrap Metal. Habe ich das gesagt gehabt, dass jemand im Kommentar geschrieben hat, dass diese Rätselpassagen, die wir ja mal hatten, dass es dort nicht nur mehr als eine Kiste gab? Das hatte der junge Mann geschrieben. Vielen Dank nochmal dafür. Also es gibt wohl mehrere Kisten, wo dann Ressourcen drin sind. Bei diesen Rätselpassagen. Wo wir das mit den Lasern hatten.
Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir da nochmal hinkommen sollten. Und ich denke, das wird bestimmt auch mal passieren. Halt, stopp, Essen, Nahrung. Chemikalien lasse ich liegen. Es lädt manchmal ein bisschen. Dich glaube ich am Dings. Liegt glaube ich daran, weil es prozedural berechnet wird, glaube ich. Also vermute ich mal. Dass es immer wieder nachlädt dann. So, dann sammeln wir mal wieder ein bisschen. Holz, 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 Stopp, Holz. Auch wenn wir nicht viel, auch wenn wir Zink genug haben, nehme ich es einfach mal mit. Oh, die Musik kommt. Das heißt, Depot ist nicht mehr weit entfernt. Ja, da hinten ist schon das Gate. Heißt also, wir dürfen uns vorbereiten auf den Kampf. Da ist es ja ganz großes Kino. Gut, aber wir können ja dann den Zug ausbauen, wenn wir genug Sachen haben. Also ich hoffe mal. Hallo, hier war noch irgendwas, oder? Nee, doch nicht. Ich weiß nicht, warum ich so viel Zink mitnehme. Nur weil wir jetzt große Kisten haben oder so. Das nehmen wir auch mit. Wir haben wahrscheinlich 100 Sachen übersehen, ne? Oder wesentlich viele Dinge wahrscheinlich übersehen. Ihr seht wahrscheinlich mehr wie ich beim Spielen. Das ist immer so. Als Zuschauer sieht man eh immer mehr. Das ist ganz normal. Das fällt mir ja auch auf, wenn ich irgendwo Let's Plays gucke oder so. Oder Streams. Dann geht mir das genauso und denke immer so, du hast das denn nicht gesehen? So, ja, ich bin eh der bessere Spieler, so. Gibt's immer so diese Leute, die immer so, ja, ich hätte das 100-mal gesehen. Kennt ihr diese Leute, die immer so Sachen schreiben oder so, oh, ja, warum hast du das nicht gesehen gehabt und wieso bist du denn nicht so gut? Ich bin nur 1000-mal besser, hab das Spiel schon 100-mal durchgespielt, so, Weißt du, die ihre Meinung so unter der Nase reiben wollen, dass sie doch wesentlich besser sind. Oh, ich hatte so einen mal im Stream gehabt. Da hatte ich Vigor gespielt. Vigor ist ein Multiplayer-Spiel, so ein bisschen Battle Royale, was es aber nur auf der Konsole gibt. Man muss quasi Ressourcen sammeln, um sein Hideout auszubauen. So ein bisschen wie Tarkov auch, nur in kleiner. Und aber in der Third Person an sich. Man kann auch in der Ego spielen, aber in der Third Person. Das habe ich dann halt gespielt gehabt. Und wie gesagt, du musst auch entkommen, weil zwischendurch kommt dann Radioaktivität auf die Karte und dann musst du versuchen, über die Karte dann zu entkommen und mit den Ressourcen zu entkommen. Und dann war einer gewesen, ja, Deutschland Platz 1, was Kills angeht, ja, ganz toll, aber meiner Meinung nach geht es beim Spiel nicht um Killen, sondern ums Looten, aber egal. Auf jeden Fall kam er da im Stream und meinte dann so, ja, ich bin besser, oh, mein Pimmel ist 200 Meter lang und guck doch mal, wer Platz 1 ist und spiel doch bitte in der Third-Person-Ansicht. Und er wollte mir tatsächlich live im Stream vorschreiben, wie ich zu spielen habe, wo ich mir so gedacht habe, Bro... Ja, okay, komm. Chill dein Leben. Das war nicht schön. Das war uncool. Muss man einfach sagen. Sowas macht man nicht. Weil du sagst ja auch nicht irgendwie so zu deinen Eltern oder keine Ahnung, zu deinem Kumpel so, ey, du kaufst jetzt das Auto. Du kaufst das, ja, weil ich finde, das ist das beste Auto. So, weißt du, so die Meinung so kundtun. Du musst das tun, weil ich das gut finde, so, weißt du? Es ist halt scheiße. So, wir kommen dem Depot immer näher, was sehr schön ist. Aber auch sehr scheiße ist, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Habe ich das Gefühl. Aber wann ist man vorbereitet? Oh, Inventory full. Oh, oh.